Huhu Leute, ich bin Flashor, willkommen zu Let's Play League of Legends. Wir schauen uns die Teams an. Im Gegnerteam Blitzcrank, Master Yi als Jungler, Swain, Caitlyn und Kassadin. Und in unserem Team Alistar, Nasus, Sharko als Jungler, ich als Teemo und Orianna. Ihr werdet euch jetzt denken, hä, Teemo, davon hat er doch schon mal ein Video gemacht. Ja, habe ich, aber mir ist das ja jetzt auch noch nicht eine Woche vergangen seit meinem letzten LOL-Video. Und ich lade ja immer so Videos mit neuen Champions immer so wöchentlich hoch. Und jetzt zwischendurch mache ich halt einfach mal ein anderes Video rein, auch mal mit einem Helden, den ich schon mal hatte. Das wird jetzt in Zukunft öfter mal kommen. So kriegt ihr halt öfter LOL-Videos, aber dafür nicht in jedem Video neuen Champion. Also ich denke, das dürfte auch in Ordnung sein. So groß dürfte euch das ja eigentlich nicht stören, so wie ich das bisher mitgekriegt habe. Darum spielen wir jetzt einfach mal wieder ein Spiel mit Teemo. Zu unserer Teamkomposition. Alle Leute in meinem Team, mit dem war ich Premade, also wir waren Fünfer Premade-Team. Es kann sogar sein, dass das hier ein Ranked-Game war. Wo ich mir da gerade nicht so sicher bin. Vielleicht waren wir auch einfach so pre-made. Auf jeden Fall war ich mit allen im Teamspeak und wir haben halt uns unterhalten. Darum haben wir dadurch natürlich schon einen kleinen Vorteil gegenüber unseren Gegnern, weil ich nicht weiß, ob unsere Gegner auch so pre-made waren. Aber ist ja egal. Ich habe mich jetzt hier für Teemo entschieden, weil viele immer noch sagen, ah, Teemo ist voll der Scheiß-Champion und der schlechteste AD-Carry oder der schlechteste AD-Champion. Und ja, so richtig als AD-Carry spiele ich ihn ja auch gar nicht, also nicht mit Infinity Edge und Phantom Dancer, wie man ihn so kennt. Im Prinzip ist der Build ähnlich wie wie der Build, den ich auch schon in dem anderen Teemo-Video gespielt habe. Ich mache ein einziges Item, ist jetzt ein kleines bisschen anders. Ich kaufe mir hier keine Wriggles Laterne, aber sonst benutze ich im Prinzip den gleichen Build. Und ich will euch einfach zeigen, dass der immer noch klappt, weil viele sagen, Teemo kann einfach nichts. Aber ich möchte euch hier beweisen, dass das immer noch geht und auch immer noch mit dem klassischen Build, mit dem Teemo damals total imba war. Dieser Build funktioniert halt immer noch. 30 Naja, wie seconds until gesagt, minions spawn. Ruhen und Master Race wieder in der Videobeschreibung. Da dürfte sich auch zum anderen Teemo-Video nicht viel geändert haben. Aber wie gesagt, es geht jetzt hier in diesem Video, wie gesagt, weil es halt ein erneutes Teemo-Video ist, auch gar nicht darum, dass das jetzt dieses Video hier wie so ein Guide ist, so wie meine anderen Videos. Ich werde jetzt hier auch nicht so viel erklären und machen und tun, das habe ich ja bereits in dem anderen Video. Also das ist jetzt weniger Guide und einfach nur Gameplay, einfach nur ein schönes Match angucken. Minions have Spielzüge spawned. sehen und einfach wie man Champions halt so spielt. Also das ist jetzt weniger guide-mäßig, sondern einfach nur schön anzusehen, sage ich jetzt mal so. Eine andere Sache, auf die ich noch mal, bis die Minions da sind, eingehen möchte, ist, dass ich wirklich fast täglich, wirklich täglich von mindestens zwei Leuten angeschrieben werde, die mich fragen, wie man die LOL-Replay-Dateien hochlädt. Und da muss ich eigentlich jedem Einzelnen sagen, das geht nicht. Der LOL-Recorder, mit dem ich meine Replays aufnehme, der nimmt halt wirklich nur Replays auf. Das sind Replay-Dateien und keine Videodateien. Das heißt, die könnt ihr nicht einfach so auf YouTube hochladen. Ihr müsst das Ganze dann noch mit Fraps aufnehmen. Also, ihr müsst euch das Replay dann nochmal angucken und dann mit Fraps abfilmen. Jetzt könnt ihr euch fragen, hä, warum nimmst du dann nicht direkt mit Fraps auf? Und das liegt halt daran, dass Fraps die Framepoints in den Keller zieht. Und ich dann natürlich nicht so gut zocken kann. Und gerade bei League of Legends, wo ich gegen echte Spieler spiele, kommt es halt darauf an, wirklich jeden Frame zu nutzen. Und da will ich auch auf keinen Framepoint verzichten. Und darum nehme ich immer erst meine Spiele mit LOL-Recorder auf, da man da das kaum merkt, dass der im Hintergrund läuft. Und dann nehme ich erst mit Fraps auf. Und das andere, die andere Sache ist, wenn ich was ein Spiel mit Fraps aufnehme, dann sind das mal eben 100 oder mehr Gigabyte. Die da von Fraps aufgenommen werden. Und das bei jedem Spiel, dann ist total schnell meine Platte voll. Und darum nehme ich immer erstmal mit LOL-Recorder auf. Das sind immer nur so 10 MB ungefähr. Und wenn mir das gefällt, dann nehme ich erst mit Fraps auf. Aber ihr könnt das natürlich, wenn euch das mit den Framepoints und alles nicht stört, könnt ihr direkt mit Fraps aufnehmen, dann braucht ihr den LOL-Recorder nicht. Aber ihr könnt nicht die LOL-Replay-Dateien direkt auf YouTube hochladen. Das geht natürlich nicht. So. Das Match hat hier bereits unten angefangen. Es wird fleißig gefarmt. Das Gute ist, ich habe hier einen Supporter mit auf der Lane mit Alistar. Die Gegner haben Swain und
Caitlyn haben natürlich den besseren AD-Carry, beziehungsweise den richtigen AD-Carry mit Caitlyn, allerdings keinen Supporter, sondern nur den Swain. Warum? Der könnte eigentlich in die Mitte gehen, allerdings ist da schon Kassadin, und wenn man aber bereits einen Kassadin hat, der in die Mitte geht, warum man dann Swain nimmt, weiß ich auch nicht, anstatt einen richtigen Supporter, oder wenigstens einen Caster, mit dem man einigermaßen gut supporten kann, wie zum Beispiel Lux. Aber egal, wir lassen uns hier gerade ein bisschen hart anharrissen, aber die Gegner kassieren auch ganz gut. Wie sieht es farmtechnisch aus? Die Caitlyn hat 8, ich habe 11. Ja, so weit vorne bin ich nicht, aber egal. Wir müssen jetzt hier ein bisschen aufpassen. Der Alistair heilt uns zum Glück wieder. Aber die Gegner haben zum Glück niemanden, der sie heilen kann. Von daher können wir die zumindest die Caitlyn richtig schön runterharrassen. Könnt ihr mal dieses blöde Lock wegmachen, damit die Kamera nicht die ganze Zeit meinem Helden folgt, damit ich hier mehr Übersicht habe über das Schlachtfeld. So. Ich habe mir schon gedacht, dass der Swain da im Gebüsch steht. So, und jetzt einfach auf die Caitlyn, denn ich mache der jetzt am Anfang mehr Schaden durch mein Gift auch noch. Jetzt muss ich ein bisschen aufpassen, da die Gegner hier hinterher sind. Jetzt wollte gerade der Alistair die hochschmeißen, wurden allerdings vom Swain geslowt, wodurch er nicht in die Nähe kam und sie nicht hochschmeißen konnte. Und dann hat die Caitlyn ihr Ghost angemacht und ist noch weggekommen. Schade, sonst wäre sie wahrscheinlich draufgegangen, wenn der Alistair sie jetzt hochgeschmissen hätte. Ah, egal. Die Caitlyn, nee, die Caitlyn muss nicht zurück. Sie ist noch da, das heißt, wir könnten sie jetzt gleich holen. Wenn sie weiter so pusht. Ich weiß nicht, was sie denkt, wo wir sind. Aber sie geht da immer weiter nach vorne. Das heißt, wir können die jetzt holen. Wir gehen da jetzt auch einfach raus. Keine Chance, wie die da jetzt wegkommen will. Ich flash mich da jetzt auch einfach hin, damit ich da noch reinkomme. Und mach da First Blood, indem ich sie kille. Alistair musste noch nicht... Ah doch, er hat ein bisschen auch was gemacht. Aber die Caitlyn wäre auf jeden Fall gestorben. Keine Ahnung, warum man da mit so wenig Lebenspunkten so weit nach vorne geht, wenn sie weiß, dass wir hier im Gebüsch sind. Aber vielleicht hatte sie gedacht, wir sind durch das Gebüsch hier hinten rumgegangen und wären da gar nicht mehr im Gebüsch. Aber naja, das war ein Fehler von Caitlyn, selber schuld. Darum haben wir jetzt auch verdient das First Blood gekriegt. Der kleine Hasen-Timo hat's geholt. Zusammen mit seinem Alistair-Support. Generell finde ich Alistair als Supporter richtig, richtig geil. Ich spiele ultra gerne als AD-Carry oder als AD hier auf der Bottomlane mit einem Alistair zusammen. Vor allem hier mit dem Sternschnüppchen, weil der echt gut ist als Alistair. Das klappt eigentlich immer. Immer wenn der Alistair spielt und wir gehen irgendwie auf eine... Und der spielt auf der Bottomlane mit jemandem. Das klappt eigentlich jedes Mal und die Lane gewinnt man eigentlich immer. Das ist super cool. Jetzt ist er hier leider gerade disconnected. Aber ist nicht so schlimm. Der dürfte bald wiederkommen. Und solange habe ich dann hier halt eine Solo-Lane. Ich versuche einfach gegen die beiden möglichst defensiv zu spielen und nicht zu sterben. Aber auch immer in Erfahrungspunkte Reichweite zu bleiben. Die Caitlyn steht hier unten im Gebüsch, keine Ahnung warum die sich nicht zeigt. Die ist eigentlich AD-Carry und müsste hier farmen, macht sie leider nicht. Jetzt hat sich der Swain auf mich drauf geflasht. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich da nicht drauf gehe. Ah, da bin ich aber dann noch am Dot gestorben. Das war schade, dass sie sich einfach auf mich drauf geflasht hat und mich dann geslowt hat. Und dann kam auch die Caitlyn. Schade. Ich hätte ein kleines bisschen mehr Lebenspunkte haben müssen, dann hätte ich es vielleicht überlebt. Es war knapp, weil ich noch am Dot vom Swain gestorben bin. Sonst wären die nämlich durch Auto-Attacks nicht mehr an mich rangekommen. Aber naja, egal. Nicht so schlimm. Ich habe mir jetzt hier Schuhe gekauft und noch ein Doran's Blade. Jetzt halte ich auch ein bisschen mehr auf und gehe wieder zurück auf die Lane. Ich dürfte eigentlich immer noch vor der Caitlyn sein. Sie ist Level 4, ich bin Level 5. Aber farmtechnisch sieht es für mich gerade nicht ganz so gut aus. Also ich bin farmtechnisch gerade nicht so gut dabei. Da bin ich eigentlich so mit der Schlechteste aus meinem Team momentan. Alistair natürlich mit 0 am wenigsten, weil er Support hast, aber sonst dann ich mit 18 der Schlechteste. Das ist nicht ganz so gut und auch die Caitlyn hat jetzt momentan mehr. Aber wenigstens ist mein Alistair wieder da. Und kann mir jetzt wieder helfen. Ja. Ja, und natürlich habe ich den Last Hit dann nicht gekriegt. Das nervt mich immer, wenn ich total viel Schaden am Minion mache, aber den nicht ganz, ganz kaputt kriegst, so vielleicht, dass er noch einen Lebenspunkt hat und dann holen sich die Minions den. Das ist immer ärgerlich. Aber egal. Jetzt wird wieder aufgeholt. Swain ist auch wieder da. Ich bin jetzt auch Level 6. Ich kann jetzt also verrückt mit Pilzen um mich schießen. Bin da von Caitlyn ihrem Scheiß ausgewichen. Sie hat jetzt auch ganz schön kassiert hier. Ein Tower-Hit. Ich mache jetzt auch schneller laufen an.
bin da aber dem Stun vom Swain ausgewichen. Der wird jetzt... Ah, schade. Fast hätte er den noch in den Tower geschubst gekriegt. Allerdings konnte sich im letzten Moment der Swain wieder bewegen und hat einen Schritt zur Seite gemacht. Aber egal. Der Swain ist auch erst Level 5. Aber egal. Der Shaco ist ja auch in der Nähe. Ja, da wurde ich dann doch gestunt. Schade, aber jetzt die Caitlyn, warum die sich da nicht, warum die da stehen geblieben ist, selber schuld, darum ist sie jetzt auch gestorben. Der Alistar ist auf sie zugerannt. Komm, Shaco, mach den Slow. Genau, sehr gut. Jetzt komme ich da eventuell mit schneller Lauf noch hinterher. Der Shaco rennt da auch rein. Ich gehe jetzt auch einfach mit meinem Gift hinterher und kriege auch noch den Kill. Sehr gut. Der Shaco gerade so überlebt noch mit einem Heal von Alistar. Perfekt. Das war echt knapp jetzt. Sonst ohne den Heal wäre der Shaco draufgegangen. Jetzt noch gerade zum letzten Moment geschafft. Wieder ein Fehler von der Caitlyn, dass sie da einfach so im Gebüsch stehen geblieben ist, obwohl sie wahrscheinlich gesehen hat, dass der Alistar einfach auf sie zuläuft. Und dann hat sie sich hochschmeißen lassen und dann ist sie dabei draufgegangen. Tja. Und dann kam zum Glück der Shaco und konnte lange genug slowen und hat den Tower getankt, sodass ich dann da hinterher konnte und den Swain killen konnte. So habe ich jetzt 3-1 und habe mich für den Death gerade... Wer hat die überhaupt gekriegt, den Kill gerade? Ah, der Swain hat mich gerade gekillt. Habe ich mich jetzt wenigstens gerecht. Sehr gut. Rache ist süß. Und Swain immer noch Level... Ne, jetzt Level 6. Jetzt wird er ein bisschen schwerer zu killen, wenn er jetzt seinen Ulti anmacht. Aber ich habe jetzt hier auch bereits die Gebüsche voll gepilzt eigentlich. Aber hier als Häschen-Timo lege ich ja Eier. Also mit Ostereiern voll gemacht. Sodass es jetzt schwerer für die Gegner wird, sich im Gebüsch zu verstecken. Der Swain rennt da jetzt auch richtig schön rein. Sehr schön. Jetzt auch direkt der Alistar hinter ihm her, um ihn hochzuschubsen. Hat ihn jetzt in den nächsten Pilz reingeschubst, wodurch er dann wieder Schaden gekriegt hat. Und dann ist der Alistar noch hinterhergegangen. Der Swain heilt sich hier gerade wie verrückt. Aber jetzt ist zum Glück sein Ulti zu Ende, weil sein Mana alle war und wir haben ihn noch gekillt. Jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen, denn die Caitlyn könnte jetzt unseren Alistar eigentlich wegultien. Aber ich bin noch reingerannt, habe ihn somit gerettet. Das abgeblockt und keiner von uns ist gestorben. Ihr habt jetzt gerade gesehen, wie krass lange der Swain überlebt hat durch sein Ulti, weil er sich da halt heilt für alle Gegner, die in der Nähe sind. Da kam jetzt leider der Kassadin von der Mitte und hat er dann doch noch unseren Alistar kaputt gemacht. Die Caitlyn hat sich jetzt hier geflasht, jetzt muss ich aufpassen. Tja, das war scheiße. Ja, da ging der Ulti von unserer Orianna leider voll daneben. Weil sich der Kassadin im letzten Moment weggeflasht hat. Der Kassadin hat jetzt hier auch einen Double Kill gemacht. An uns. Und die Caitlyn hat sich wieder ganz blöd in mich reingeflasht. Hat dann auch leider mit ihrem Piltover Peacemaker mich noch getroffen. Ich wollte eigentlich ausweichen, aber leider hat sie getroffen. Aber ich wäre wahrscheinlich so oder so an der Attacke von Kassadin verreckt. Von daher konnte ich da nicht viel machen. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ihr habt gesehen, wie lange der Swain da überlebt hat, weil er sich halt für alle Gegner, die um ihn rumstehen, heilt. Und weil gerade ganz viele Minions noch da waren, hat er sich natürlich die ganze Zeit total doll geheilt. Und wir haben ihn nicht kaputt gekriegt. Aber zum Glück war dann irgendwann sein Mana alle und er hat sich zurück verwandelt und ist dann gestorben. Ich bin jetzt schon zweimal gestorben, aber egal. Ich habe 4 Frags. Das sind alle aus unserem Team. Ich habe bisher die einzigen Kills. Der Kassadin hat jetzt auch schon 2 dadurch gemacht und der Swain hält 1 vom Anfang. Das heißt, wir sind auch... Unsere Lane ist auch die einzige, die gestorben ist. Zwar die einzige mit Kills, aber auch die einzige, die schon gestorben ist. Also, naja, egal. Gucken wir mal, wie es noch läuft. Ich sehe hier auf der Minikarte gerade den Yi langlaufen hier. Der kommt jetzt hier gleich von hinten. Mal gucken, was das wird. Ah ne, da ist er wieder. Der rennt hier gerade beim Drachen rum. Greift jetzt auch den Drachen an. Darum gehen auch Alistar und ich jetzt direkt dahin. Damit er sich den nicht holt. Orianna kommt von oben auch. Wir haben eh noch ein bisschen Zeit. Jetzt rennt er weg, weil er sieht, dass wir kommen. Mal gucken, ob jetzt die Orianna irgendwas machen kann. Kann er leider nichts, greift jetzt aber an. Wird exhausted, kommt er leider nicht mehr weg. Alistar hat ihn dann noch gekillt. Der Shaco jetzt hinter dem Kassadin her. Allerdings lieber auf die Caitlyn gehen, weil die kommt schwerer weg. Jetzt sind aber immer noch alle hinter Kassadin her. Ich lege mich hier alleine mit der Caitlyn an. Das sollte eigentlich kein Problem sein. War ich halt noch Exhaust hatte und so den Gegner exhausten konnte. Jetzt hier auch der Kassadin draufgegangen. Jetzt war noch unsere Orianna gekillt, ist dann allerdings vom Alistar draufgegangen. Das coole war,
ich konnte halt im One-on-One locker gegen die Caitlyn gewinnen. Das kann man als Teemo gegen AD immer, weil man hat ja hier, ich habe immer meinen Exhaust mit. Erstmal machen die dadurch schon kaum Schaden. Und dann habe ich, wenn das alles, immer noch meinen Blinding Dart, wodurch die nochmal geblindet sind und nichts treffen. Das heißt, im One-on-One gegen den AD gewinnt man als Teemo immer. Dann ist die Caitlyn, wollte dann noch wegrennen, ist dann hier aber in meinen Pilz gerannt und daran dann verreckt. Jetzt einfach wieder ein bisschen den Swain Harrison, den von den Minions weghalten, dass er sich nicht heilen kann. Ihr seht's jetzt, sein Mana ist alle, sein Ulti ist dadurch zu Ende und er hat kaum Lebenspunkte gewonnen oder hat eigentlich gar keine Lebenspunkte genommen, sondern noch Lebenspunkte verloren. Richtig cool. Das ist halt das Problem, wenn man kein Mana hat. Der Alistar macht jetzt hier auch sein Ulti an und rennt da einfach rein. Kommt da allerdings nicht hinterher. Der Swain hat's gerochen, dass der Alistar jetzt kommen wollte. Jetzt müssen wir uns ein bisschen zurückziehen. Er geht da aber trotzdem einfach rein auf den Swain. Darum muss ich da jetzt natürlich hinterher und helfen. Der Swain rennt, anstatt von mir wegzurennen, rennt er in den Tower und das war halt sein Fehler. Die Caitlyn hat ihre Falle daneben gesetzt. Ich bin einfach ausgewichen und nicht reingelaufen, sonst wäre ich gestorben. Jetzt die Caitlyn hier hinter uns her. Dürft uns aber eigentlich nicht kaputt kriegen. Wir könnten uns das einfach umdrehen und die killen, aber sie bricht ab und der Alistar und ich haben auch beide kein Mana mehr, darum lieber zurückziehen. Ja, und wieder ein Kill geholt, da ich jetzt schon 6-2 habe. Unsere Narsus oben hat gerade auch einen Double Kill geschafft. Auch sehr gut, das heißt die Toplane funzt auch schon mal. Ich guck gerade mal, er hat auch schon 77 Last Hits, das sind die meisten vom ganzen Server. Das ist auf einem Narsus natürlich richtig geil. Ein gefarmter Narsus wird im Endgame unsterbbar. Und darum ist das richtig gut, dass unsere Solo-Top hier die meisten Last-Hits von allen hat. Ja, sehr gut. Ihr seht, ich habe mir jetzt auch hier meinen Madrid's Razors geholt, aber anstatt wie in dem anderen Video das zu Madrid's Blood Razor umzubauen, zu Wriggles Laterne, baue ich das früher oder später in Madrid's Blood Razor um. Lasst das aber erstmal so. Einfach jetzt die Razors reichen erstmal, um besser im Last-Hitten zu können. Und jetzt mache ich erstmal mit einem Melody weiter, dass ich jetzt hier fertig habe. Also jetzt schnell dreist einen Pilz ins Gebüsch gelegt, obwohl ich wusste, dass der Swain da war, aber einfach dreist gemacht. Jetzt weiß der Swain zwar, dass da ein Pilz ist, kann sich aber trotzdem nicht an die Spitze des Gebüsches trauen. Jetzt hier drei Gegner, Kassadin ist hier unten. Dem müssen wir ein bisschen aufpassen, denn der hat mittlerweile auch schon drei Frags. Der Yi ist da jetzt in Pilz gelaufen, das heißt hier unten sind gerade vier Leute, Kassadin, Yi, Swain und Caitlyn sind gerade alle hier. Von uns momentan nur Orianna und ich. Aber Sharko ist auch nicht weit weg und Alistar kommt auch gerade wieder. Wir müssen jetzt ein bisschen aufpassen auf unseren Drachen. Wir sehen gerade keine Gegner, das heißt die Gegner könnten beim Drachen sein, sind sie aber nicht. Kassadin ist wieder in der Mitte. Und Yi ist gerade weg, aber da wir gerade alle auf den Lanes sehen, können wir uns jetzt eigentlich im Drachen. Und wir sind hier schließlich zu viert. Kassadin scheint es auch nicht zu sehen, dass wir hier beim Drachen sind. Er bleibt auf der Lane, das heißt, die haben wahrscheinlich keinen Ward hier. Darum haben wir uns jetzt auch den Drachen geholt. So, da habe ich gerade eine SMS bekommen. Ups, jetzt habe ich die SMS aus Versehen weggedrückt. Ich mache hier mal kurz Folgen an, damit ich die in Ruhe lesen kann, falls das irgendwas Wichtiges ist. So, ob ich am Donnerstag mit denen in die Disco kommen? Ja, mache ich. Okay, gut, sehr gut. Das war's auch schon. Weiter geht's mit extremer Attacke auf den Swain. Der wird jetzt auf jeden Fall draufgehen, auch wenn er sich die ganze Zeit noch hält. Ich flash mich da jetzt auch gerade raus, damit ich nicht zu viel von der Caitlyn kassiere und dann letztendlich ihren Ulti in die Fresse kriege. Aber egal, wir haben mal wieder Swain gekillt. Wunderherrlich. Hab da auch noch wieder neuen Pilz ins Gebüsch gelegt. Hat alles gut geklappt. Und ich bin auch gleich wieder voll durch unseren tollen Healing Alistar. Der ist da gerade in eine Falle gelaufen. Die Caitlyn lässt sich da jetzt wieder fangen vom Alistar. Der kann leider gerade nicht hochschubsen. Jetzt ist auch der Meister Yi da. Auf den müssen wir ein bisschen aufpassen. Darum habe ich ihm jetzt auch mein Blinding Dart ins Gesicht geschossen. Sodass er da kaum Schaden machen kann. Er muss jetzt auch abbrechen, auch wenn er den Red Buff hatte. Konnte da aber links zum Glück nichts machen durch den Blinding Dart. Und uns nicht aufhalten. Sehr gut. Außerdem renne ich wieder schnell, ich habe mittlerweile 7-2, richtig cool. Allerdings immer noch mit meinen Last Hits mit am schlechtesten, außer der Sharko, der ist jetzt mittlerweile unter mir, aber trotzdem bin ich da diesmal nicht so gut dabei, aber ist auch nicht so schlimm, dafür mache ich ja Champion Last Hits, von daher ist das schon in Ordnung. Ich muss sagen, mein ganzes Team spielt gut zusammen. Die Teamfights haben eigentlich immer gut geklappt, wenn wir mal ein paar größere Kämpfe hatten. Auf der Bottom Lane funktioniert es mit diesem Alistar halt sowieso gerade perfekt.
Jetzt hier die Caitlyn wird jetzt hier hochgeschleudert, kann da auch absolut nichts machen dagegen, dass du da, wurde erst gegen die Wand geschubst und dann hochgeschleudert und ich habe sie dann einfach mit Auto-Hits gekillt. Jetzt muss ich ein bisschen aufpassen, denn hier sind sowohl Swain als auch die hinter uns her, müssen da jetzt aber auch abbrechen, da wir beide schon hinterm Tower standen und sie durch den ganzen Tower gelaufen laufen müssten. Hätten es wahrscheinlich auch noch geschafft, ein oder zwei von uns zu killen. Allerdings haben sie gedacht, naja, nachher schmeißt uns der Alistair hoch oder sowas und dann stehen wir blöd im Tower. Allerdings hatte der keinen Mana mehr und hätte da gar nichts machen können, aber egal, gut für uns. Ich habe mir jetzt hier auch dann Mercury Treads fertig gekauft. Erstmal gegen den Kassadin, der mittlerweile auch schon 6:1 hat. Ihr seht sie, der geht richtig ab, der Kassadin von denen. 6:1 und der macht der magischen Schaden, das heißt, erstmal da sind die Mercury Treads gut. Außerdem werde ich auch ab und zu mal von diesem Swain hier gefangen oder laufe in eine Falle von Caitlyn. Und da sind die natürlich gut. Das sind eigentlich die Standardschuhe mit Teemo. Weil ich halt sonst wenig Defensive baue mit Teemo, sind das halt Items, die ich, also diese Schuhe eigentlich ein Item, die ich immer kaufe. Auch wenn die mal gar nicht so viel Crowd Control haben, die Mercury Treads hole ich eigentlich immer, weil verkehrt ist es auf gar keinen Fall. So, wir sind wieder auf der Bottom Lane. Weiter geht's. Guck mal, der Swain hier ist erst Level 9 und ich bin schon Level 12, also den haben wir richtig gut runtergehalten. Ich guck gerade mal, der hat auch 2:4. Nur. Also das ist richtig cool. Wie sieht's bei dem Last Hit technisch aus? 23, ihr seht der total wenig. Gerade mal 23 Last Hits. Aber die Caitlyn ist mit 76 auch ganz gut dabei. Hat jetzt mittlerweile auch schon BF Sword. Der Meister Yi kommt von hier oben. Zum Glück hat der Alistair genau in dem Moment jetzt gerade Clairvoyance hier gemacht. Jetzt hier der Yi an bei der Orianna. Darum laufen wir hier auch gerade rum, um den aufzuhalten. Er wird jetzt hier vom Alistair hochgeschleudert und weggeschubst. Jetzt noch den Ulti von der, wie heißt es, Orianna kassiert und ich habe es dann wieder mit Autotext weg gemacht. Jetzt hier hinter dem Swain her, der sich die ganze Zeit an uns hochheilt, ist dann jetzt allerdings an der Orianna verreckt. Jetzt hat die Caitlyn hier meinen Exhaust abgekriegt. Ich habe so Autotext, bin da kurz aus der Tower-Reichweite rausgelaufen, weil ich im Tower gegen sie gekämpft hat, habe dann einen Schritt zur Seite gemacht und habe sie dann weiter bekämpft und sie ist dann leider noch gerade so weggekommen. Durch einen Flash, aber egal. Wir haben wieder zwei Kills geholt, am Yi und an dem Swain. Sehr gut. Kassadin ist jetzt mittlerweile hier unten, der ist auch schon Level 14, hat 243 AP, das nach 21 Minuten, das ist ganz gut. Auf den müssen wir echt aufpassen, der macht sau viel Schaden. So, jetzt bin ich aber trotzdem mal hinter dem her. Ich will mich einfach mal mit dem anlegen. Boah, ihr seht, wie viel Schaden der mir macht. Richtig krass, da muss ich echt aufpassen. Also ich kann mich nicht einfach so im One-on-One mit dem anlegen. Außerdem habe ich gesehen, dass hier oben der Swain langläuft. Ah ne, der Meister Yi war's. Aber ich dachte, das wäre der Swain. Okay, dann habe ich mich gerade verguckt. Swain und Caitlyn sind jetzt mittlerweile auch hier. 4 Leute auf der Bottom Lane. Aber egal, ich habe Blue Buff. Wir sind auch gleich wieder voll. Wir können jetzt hier verteidigen. Außerdem liegt hier alles voll mit Pilzen, wie ihr seht. Das heißt, die können sich hier nicht groß verstecken. Jetzt ist auch ein Minion in die Pilze reingelaufen und haben Swain und Kassadin Schaden gemacht. Jetzt soll der sich ruhig mal zu mir hin teleportieren. Dann teleportiert er sich mich voll in ganz viele Pilze rein. Okay, dann natürlich nicht. Na, aber egal. Gut, wenn ich nicht noch seinen Slow abkriege, macht er gar nicht so viel Schaden. Jetzt muss ich aber hier ein bisschen aufpassen. Ich gehe jetzt einfach volle Kanne auf den Kassadin. Er wollte sich da jetzt noch zu mir hinflashen, um mich da zu töten. Ja, ihm war wahrscheinlich bewusst, dass er auf jeden Fall sterben wird. Er hat gedacht, dann reiße ich wenigstens noch den Teemo mit. Und hat da, oh, jetzt ist sogar noch der Swain an mir verreckt. Geil, jetzt habe ich den Kill noch gekriegt. Alistair und Orianna sind hier weiterhin auf den Swain gegangen, während ich mich zurückgezogen habe. Dann ist der Swain in meinen Pilz gelaufen und ich habe den Kill noch gekriegt. Geil. Naja, ja, Kassadin wollte mich noch mitreißen, hat sich dann noch auf mich drauf teleportiert, das hat allerdings nicht genug Schaden gemacht. Ja, das Teleportieren von Kassadin macht auch Schaden, hat allerdings nicht genug Schaden gemacht und ich habe es überlebt, sehr gut. So, ich habe jetzt hier eins meiner Dorans Blades habe ich verkauft und habe mir dafür jetzt einen Recurve-Bogen gekauft, weil ich mir hierfür hier jetzt schon Items für den Matrix Bloodraiser kaufen will. Ich brauche jetzt nur noch die Pickaxe und das mache und dann das fertige Item noch 1750 Gold und ich habe 1570, also lange dauert es nicht mehr, dann habe ich das Item auch fertig. Wir haben jetzt hier auch erneut den Drachen geholt und ich habe 11:2 mittlerweile, sehr gut.
Und der Kassadin ist wenigstens mal wieder gestorben. Und ich habe dadurch auch, wie ihr hier im Chat sehen könnt, seine Killing Spree beendet und dafür Bonusgeld gekriegt. Also es läuft, es ist gerade 18 zu 9 für uns, allerdings habe von den 18 ich 11. Jetzt steht hier einfach die Caitlyn rum. Ich habe jetzt einfach gewartet, bis die in den Pilz rennt, sodass ich sie dann killen konnte und innerhalb von ein paar Sekunden war sie kaputt. Ups, wartete kaputt, obwohl der Kassadin auch noch da war. Und ich bin Legendary. Aber egal, ich werde jetzt mal kurz die Aufnahme resetten und wir sehen uns gleich wieder. So, weiter geht's. Jetzt müsste auch wieder alles synchron sein, auch wenn es gerade ein bisschen asynchron war. Ich habe mir jetzt hier meinen Bladritz Mudraiser fertig gekauft. Das heißt, ich mache jetzt auch schon mal Schaden, also prozentualen Schaden auf ihre Lebenspunkte, was richtig geil ist. Das heißt, alle, die sich jetzt gegen mich irgendwie viele Lebenspunkte kaufen, kriegen da auch schon mal auf den Sack. Außerdem mache ich durch Melody 20 Bonus magischen Schaden, das heißt, ich mache magischen Schaden, durch mein Gift auch magischen Schaden und dann halt durch meine normalen Auto-Attacks noch physischen Schaden, das heißt, ich mache im Prinzip alles Schaden, ich mache prozentual Schaden, magisch Schaden und physisch Schaden, das heißt, egal was sich die Gegner kaufen, sie gehen auf jeden Fall drauf und sie müssten sich im Prinzip, um gegen mich anzukommen, alles kaufen, also Leben, Armor und Magic Resist und ja, das ist halt ziemlich schwer, das heißt, ich mache... kann eigentlich jeden Gegner so richtig schön zerlegen. Jetzt rennt da die Caitlyn einfach in uns rein, keine Ahnung warum, darum habe ich die jetzt auch gekillt. Jetzt weiter hinter den anderen Gegnern her, der kommt da leider noch weg. Kassadin ist hier oben, den könnten wir jetzt angreifen, allerdings wird sich der wahrscheinlich gleich wegdingsen. Genau, ich gehe jetzt aber trotzdem hinter ihm her, müssen jetzt aber aufpassen, dass wir da nicht hochgeschleudert werden. Ich gehe natürlich auf den Kassadin, renne da einfach durch, weil der gefährlichste von denen ist. Ihr seht, ich bin jetzt einfach auf den gegangen, jetzt muss ich da ein bisschen aufpassen, dass ich da im Tower nicht kaputt gehe, werde aber zum Glück gerade... nicht vom Tower angegriffen, hat mich dann aber im letzten Moment dann der Meister Yi noch gekillt. Aber trotzdem haben wir hier ganz viele Kills bekommen. Wir haben eigentlich alle Gegner hier unten ausgelöscht. Es sind 4 Leute gestorben von den Gegnern. Nur Swain hat überlebt, der war aber glaube ich gar nicht da. Jetzt hat zwar leider der Meister Yi meine Killing Spree beendet, aber der hatte eh nur 1 zu 4, jetzt 2 zu 4. Das ist nicht so schlimm, dass der jetzt ganze 500 Gold gekriegt hat. Das wäre auf Kassadin viel ärgerlicher gewesen. Aber den haben wir ja wenigstens noch geholt und ich habe mittlerweile 15 zu 3. Wie sieht es bei den anderen aus? Blade of Raziel mittlerweile auch 5 Frags, ist mit 139 Last Hits ganz gut dabei. Nicht mehr der meiste, da hat Orianna ihn mittlerweile überholt, aber immer noch mehr als alle anderen Gegner haben. Hilft also ganz gut. Und ich werde mir jetzt hier für den freien Slot, den ich hatte, einen Frosthammer kaufen. Da ich, wie bereits gesagt, mit meinen Auto-Attacks sowohl physischen als auch magischen als auch prozentualen Schaden mache, will ich jetzt natürlich auch möglichst viele Auto-Attacks ins Ziel bringen. Und da ist natürlich der Frosthammer genial für, wenn ich die Gegner verlangsamen kann, sodass ich dann auch wirklich die ganze Zeit meine Auto-Attacks draufkriege. Hier war gerade der Kassadin, mit dem lege ich mich nicht im One-on-One an. Auch wenn ich ihn jetzt schon zweimal gekillt hatte, ist er trotzdem der gefährlichste von denen. Hat wie gesagt 6 Frags. Und vor den anderen habe ich eigentlich gar keine Angst. Ihr seht hier Swain 2 zu 7, Caitlyn 1 zu 6, Blitzcrank 0 zu 4. Aber der Swain ist halt, der Kassadin ist halt wirklich der, der mir Angst macht. Jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen, weil hier oben sind viele Gegner auf der Top-Lane. Meine Teammates waren hier gerade beim Tower-Pushen, haben es allerdings nicht gerade geschafft. Ich bin hier alleine gegen den Swain, greift den jetzt einfach an. Ihr seht, der rennt jetzt einfach vor mir weg. Der hat einfach totalen Schiss vor mir. Und im anderen mache ich den total kaputt. Er hat zu spät gemerkt, dass ich hier aus dem Gebüsch kam und ihn angeschossen hatte. Hat sich dann lieber dafür entschieden, wegzurennen, anstatt seinen Ulti anzumachen. Es wurde dann allerdings von mir geslowt durch meinen Phage, kam dann nicht schnell genug weg, ich bin einfach hinterher geflasht. Und dann im letzten Moment wollte er dann wahrscheinlich seinen Ulti anmachen, hat es aber dann nicht geschafft. Dann war es auch im Prinzip schon zu spät und ihr habt gesehen, wie schnell ich den Swain im One-on-One mit Auto-Attacks zerlegt habe. Das ist richtig geil, wenn man diese Items hier hat. Wie gesagt, weil man alles an Schaden macht. Und das ist richtig cool. Mittlerweile attackiere ich auch schon relativ schnell. Mein restliches Team ist hier oben und lenkt die Gegner ab. Darum werde ich hier einfach in Ruhe auf der Bottomlane pushen. Ich sehe auch, dass alle Gegner hier oben sind. Hier sind alle 4 Gegner, die noch leben, oben. Swain ist tot und das heißt, hier unten kann gar kein Gegner sein. Das heißt, ich kann wirklich in Ruhe hier unten, solange mein Team die Gegner ablenkt, die hier unten pushen. Da kommt der Swain wieder, den ich aber im One-on-One locker fertig mache. Und ja, mein Team wird mir einfach sagen, falls hier oben die Gegner weg sind, damit ich weiß, dass ich mich zurückziehen muss. Das mache ich jetzt auch, weil halt hier oben keine Gegner zu sehen sind.
Aber weil ich halt wusste, dass wirklich alle Gegner da sind, alle Gegner weg sind und ich wusste, dass kein Gegner auf der Bottomlane sein konnte, konnte ich da in Ruhe pushen. Die Gegner haben sich jetzt leider hier alle im Gebüsch versteckt gehabt und haben da jemanden von uns gekillt. Allerdings ist der Yi von denen auch noch drauf gegangen und die anderen sind auch alle relativ angeschlagen. Leider wird da mein Team nicht mehr hinterherkommen. Der Narsis wurde jetzt leider voll reingezogen und wird da wahrscheinlich dran draufgehen. Hat er allerdings im letzten Moment noch den Schild von der Orianna gekriegt. Allerdings ist jetzt der Kassadin hinter dem Shaco her. Ich bin mittlerweile aber auch da. Gehe jetzt einfach voll auf den Blitzcrank. Ihr seht, den mache ich locker kaputt. Genauso wie die Caitlyn. Und jetzt hinter dem Kassadin her. Allerdings kann der sich halt die ganze Zeit wie verrückt rumfliegen. Von daher wird es wahrscheinlich keine Möglichkeit geben, da hinter dem herzukommen. Nee, da hat er sich auch wieder... ist er wieder teleportiert, also hinter dem kommt man nicht hinterher, aber egal, wir haben oben wenigstens wieder zwei Kills geholt, auch wenn der Kassadin dann noch unseren Shaco gekillt hat, aber trotzdem haben wir da oben aufgeräumt. So, jetzt geht's wieder runter auf die Bottomlane. Ich ziehe jetzt hier kurz den Drachen ein bisschen raus. Ups, da habe ich ihn zu weit gezogen. Da ist auch schon direkt der Meister Yi gekommen, aber egal. Der Alistar lenkt den jetzt hier ab. Yi geht auch komischerweise einfach auf die Midlane. Vielleicht hat er sich damit abgefunden, dass wir jetzt den Drachen kriegen. Wir holen den jetzt hier auch. Ihr seht wieder, die Damage-Zahlen einfach nur hoch und runter fliegen, weil ich halt so viel Schaden mache. Hab mittlerweile auch wieder 2000 Gold. Dafür konnte ich mir jetzt sogar schon den Frosthammer fertig kaufen. Richtig geil, aber ich gehe lieber noch eben hier auf die Bottomlane ein bisschen... die clearen, damit die Gegner nicht hier zu unserem Turm hinkommen, denn der hat auch nicht mehr so viele Lebenspunkte. Und dann kaufe ich mir jetzt den Frosthammer fertig. Zack, das war's. Da ist der Frosthammer, jetzt habe ich auch ziemlich viele Lebenspunkte. Ihr seht 2800 Lebenspunkte und das als einen Teemo ist eigentlich ziemlich gut. Also ich bin jetzt auch schon relativ tanky, habe auch 105 Armor, gut nur 84 Magic Resist, was natürlich gerade gegen den Kassadin schlecht ist, aber wenigstens der Yi und die Caitlyn machen mir jetzt schon mal keinen Schaden mehr. Ja, und bei dem Kassadin, den muss man dann einfach in Zukunft schnell genug wegkillen. So. Jetzt pushen wir einfach mal durch die Mitte, denn unten stehen wir bereits... Oh, da müssen wir jetzt aufpassen, die Gegner sind da alle hinter dem Shaco her. Der wird jetzt wahrscheinlich... da wird er jetzt gleich wieder lebendig. Sichtbar, meine ich. Die Gegner sind da alle hinter dem Shaco her. Haben den da total gegankt mit drei Leuten. Da konnte er jetzt natürlich nichts machen. Da wurde ich gerade von dem Blitzcrank in den Turm reingezogen. Aber ist mir egal, ich tank den Turm einfach. Und ihr seht, ich mache da einfach ohne Ende Schaden. Und unser Narsis hat ihn da gekillt. Ich muss mich jetzt aber zurückziehen, da ich nicht weiß. Da ist nämlich der Kassadin, da kommt er. Jetzt muss ich aufpassen, dass der Kassadin nicht hinter mir her. Ich renne jetzt auch darum zu meinem Team, damit mein Team mir da helfen kann. Der Gegner wurde jetzt auch geslowt. Ihr seht, was für einen krassen Schaden unser Narsis da an dem macht. Wenn der Alistar es jetzt schafft, den hochzuschmeißen, ist er kaputt. Allerdings kann er sich halt die ganze Zeit rumteleportieren. Von daher werden wir wahrscheinlich nicht an ihn rankommen. Wir müssen gerade mal gucken, wo er ist. Er geht jetzt hier voll auf den Narsis, konnte ihn allerdings nicht schnell genug töten, hat ihn dann noch Ignite drauf gemacht und... er hat noch gerade so überlebt durch den Heal von Alistar. Sehr gut, und Kassadin ist draufgegangen. Das war jetzt knapp, eine knappe Kiste, aber es hat geklappt. Und ihr habt gesehen, ich hatte den richtigen Riecher, nachdem ich hier vom Blitzcrank in den Tower reingezogen worden bin, den Tower getankt habe und noch gerade so... überlebt habe, habe ich mich direkt zurückgezogen. Ich hätte natürlich auch bei meinem Team bleiben können, aber ich hatte Angst, dass der Kassadin einfach reingesprungen kommt und mich wegburstet. Darum habe ich mich zurückgezogen und ihr habt gesehen, ich hatte den richtigen Riecher und Kassadin kam echt hier lang. Also nochmal Glück gehabt. Naja, egal. Jetzt ist es Zeit, sich zurückzuziehen. So. Erstmal wieder richtig schön aufladen. So. Und als letzte Items ist jetzt eigentlich noch der Black Cleaver ganz gut, denn Black Cleaver halt ein Item, wo, ich such's gerade mal. Mann, wieso wird mir das jetzt hier nicht angezeigt? Okay, muss ich hier gucken. Ein Item, wo das BF-Sword drin ist, gibt halt 55 Attack Damage, was halt ziemlich gut ist. Und aber auch nochmal 30% Attack Speed und ich spiele halt Teemo halt auf ziemlich hohen Attack Speed, wie ihr seht. Im Melody hier ist Attack Speed drin. Im Madras Bloodraisers ist Attack Speed drin. Von daher
ist eigentlich dann der Black Cleaver das perfekte Item für Teemo, weil er halt erstmal dadurch jetzt noch mehr Damage kriegt. Weil ihr seht, ich renne hier wirklich nur mit 169 Attack Damage rum. Das ist nicht viel, also. Das ist eigentlich relativ wenig, 169 Attack Damage. Und ich mache halt wirklich meinen Schaden dadurch, dass ich halt noch prozentualen Schaden mache und hier durch Melody magischen Schaden. Aber rein physischen Attack Damage mache ich nicht so viel. Und dafür muss ich jetzt halt sorgen, dass ich das dann jetzt in Zukunft noch mache. Und will mir dafür dann hier einen Black Cleaver kaufen. Genau, einen Black Cleaver kaufen. Und der gibt halt auch noch dann Attack Damage und noch Attack Speed, was halt sehr gut zusammenpasst. Ihr seht, ich habe mich da jetzt einfach in die Caitlyn reingeflasht. Die hat einfach, die war total zu weit vorne. Ich weiß auch nicht, warum man als AD-Carry ganz vorne bei seinem Team steht, anstatt den Blitzcrank oder so vorzulassen, der von denen relativ tanky spielt, wie ihr seht. Das ist der Tank von denen. Und auch der Meister Yi hat mittlerweile eine Warmox, aber irgendwie stand sie da ganz vorne. Und ich habe mir gedacht, bevor sie merkt, dass sie da ein bisschen zu weit vorne steht, flashe ich mich lieber direkt rein und habe ihr total viel Schaden gemacht. So, mein ganzes Team ist dann auch direkt mitgekommen, Alistar hat so hochgeschmissen, die Kugel von Orianna kam da auch. Ich werde jetzt einfach wieder mein Team hier, die Gegner ablenken lassen, während ich in der Mitte heimlich pushe. Ihr seht, die ganzen Gegner verschieben jetzt hier auch auf die Top-Lane. Das sind gerade hier alle vier Gegner, die noch leben, sind da. Allerdings gehe ich da jetzt auch hin, um da ein bisschen zu helfen. Weil vom Kassadin habe ich schon ein bisschen Angst und mein Team auch. Aber egal, wir kommen hier eh nicht vorwärts. Die Gegner werden nicht einfach so ein Go machen. Und unsere Leute können auch nicht einfach in Tower rennen. Jetzt hat hier der Kampf angefangen, das heißt, die sind jetzt wirklich alle abgelenkt und ich kann hier in Ruhe pushen. Ich muss jetzt ein bisschen auf die Caitlyn aufpassen, dürfte die aber eigentlich im One-on-One kaputt machen. Ich nutze jede Chance, wo sich die Caitlyn zurückzieht, um hier den Tower anzugreifen. Der Kampf oben rennt, läuft gerade ganz gut für mein Team. Ich wollte mich ja jetzt gerade ein bisschen zurückziehen vor der Caitlyn, um sie ein bisschen vom Tower wegzuziehen, damit ich sie in Ruhe killen kann. Der Teamfight, der 4 gegen 4 Teamfight hier oben für mein Team hat gut geklappt. Sie haben sie eigentlich alle gekillt. Die Caitlyn steht hier, hat hier Ulti auf irgendwen von uns gezündet. Hat allerdings niemanden damit gekillt. Kriegt jetzt hier total krass Schaden von der Orianna, hat sich dann noch weggeflasht. Hat allerdings überlebt und ich nutze die Chance weiter um zu pushen. Hab jetzt hier den Inhibitor Tower gekillt. Jetzt kann ich mich auch wirklich mit den Leuten hier anlegen, ohne Angst haben zu müssen. Da stand die Caitlyn hier oben noch, ihr habt es wahrscheinlich gesehen. Man hat die Caitlyn hier kurzzeitig gesehen und dann hat die Orianna einfach ihre Kugel reingeschossen und sie damit gekillt. Sehr guter Spielzug von Pyzen hier mit seiner Orianna. Hat gut geklappt. Und wir haben jetzt hier auch dann den gegnerischen Inhibitor getötet. Sehr gut. Das nennt man Split Push, einfach wenn die Gegner zu defensiv spielen und man einfach nicht rankommt, man sich auch nicht trauen kann, die Gegner einfach Tower zu diven, weil sie dann doch so viel Schaden machen. Dann einfach aufteilen oder die Gegner ablenken und auf verschiedenen Lanes pushen. Einer pusht dann vielleicht so wie ich jetzt gerade einfach in der Mitte pushen und während die Gegner abgelenkt sind. Das klappt eigentlich immer sehr gut. Ich habe mir jetzt hier den gegnerischen Blue Buff geholt. Ihr seht, der Kassadin wollte sich hier auch den Blue Buff holen. Jetzt ist er allerdings weg. Ich habe da extra einen Minion stehen lassen, damit der Timer des Golems nicht resettet wird. Der Kassadin hat es jetzt zwar hier gekillt, aber egal, trotzdem ein paar Sekunden gewonnen. Und Kassadin ist halt nicht an den Blue Buff rangekommen, weil ich ihn vorher weggeschnappt habe, kurz bevor ich zur Base zurückgegangen bin. So, ihr seht, ich habe mir jetzt hier den Black Cleaver gekauft, darum jetzt mittlerweile hier auch 1,965 Attack Speed. Richtig cool, also ich mache fast 2 Attacken pro Sekunde. Ich habe jetzt hier auch mittlerweile 240 in AD, also macht damit auch ganz gut Damage. Das dürfte jetzt eigentlich so, ist eigentlich im Prinzip mein Endbild. Ich werde jetzt noch als letzten Schritt meine letzte Dorans Klinge verkaufen, mir dafür einfach eine Guardian Angel kaufen. Das hat sowohl psychische Kriegsführung, mir fällt gerade das richtige Wort nicht ein. Naja, ich wollte eigentlich sagen, das ist sowohl gut für physische, psychische, ich habe gerade echt einen Sprachfehler, für psychische Kriegsführung, da Gegner total ungerne Leute angreifen, die eine Warmox-Rüstung haben. Das heißt, wenn man mit einer Warmox-Rüstung rumläuft, wird man oft einfach von den Gegnern nicht angegriffen, sondern die killen lieber erstmal die anderen. Und außerdem kriege ich dadurch noch total viele Resistenzen, sowohl Armor als auch magisch. Und halt damit auch mehr aus. Hab außerdem 2 Leben und die Gegner müssen halt richtig lange
auf mich draufschlagen, bis sie mich wirklich komplett tot haben. Von daher das perfekte letzte Item, wenn man eh schon so viel Schaden macht. Und ich dürfte Damage dürfte ich eigentlich eh genug machen an den Gegnern, also auch an jedem Gegner. Jetzt müssen wir ja aufpassen, hier sind vier Leute, Meister Yi steht hier auch oben. Hat nicht gedacht, dass wir ihn sehen, darum kam da jetzt auch der Nasus von hinten, der mittlerweile auch schon eine Guardian Angel hat. Jetzt sind alle Gegner hier. Aber der Nasus, hier wird jetzt hier in der Mitte bleiben und die Gegner ein bisschen wegziehen, sodass wir dann hier pushen können. Jetzt haben sich die Gegner auch aufgeteilt. Müssen wir ein bisschen aufpassen. Wir könnten natürlich jetzt durch die Mitte gehen, weil da steht kein Tower, aber in der Mitte können wir ja nichts kaputt machen. Von daher, wir lenken jetzt hier die Gegner unten einfach ab, während wir wieder Split pushen. Der Nasus und der Shaco, die werden einfach nach oben gehen und da pushen und so ein paar Gegner wegziehen, wie ihr seht. Und die haben jetzt trotzdem geschafft, hier oben den Tower zu zerstören. Hier unten ist auch ein Kampf losgegangen. Wir gehen jetzt hier einfach voll auf den Swain. Ich tank da den Tower, muss mich da jetzt auch rausflashen, um aus Tower-Reichweite zu kommen. Jetzt einfach weiterhin auf den Blitzcrank. Haben da gerade sein Mana-Schild ausgelöst, jetzt hier weiter hinter den Gegnern her. Ich krieg da gerade den Ulti von der Caitlyn ab. Zum Glück hat die Orianna da den Schuss abgefangen. Ich muss mich jetzt hier zurückziehen, weil der Kassadin da kommt und richtig viel Schaden macht, wie ihr seht. Hat jetzt hier auch Double Kill gemacht. Ich hoffe nicht, dass der Kassadin da jetzt noch weitergeht. Nee, geht er zum Glück nicht. Und ich komme da noch weg. Mein Team hat hier oben zum Glück geschafft, den Inhibitor zu zerstören. Und dann noch sogar ein Nexus Turret zu zerstören. Und wir haben dann auch noch hier den Kassadin gekillt. Sehr gut, also ihr seht, die Split-Push-Taktik, die läuft wirklich perfekt. Die klappt super. So haben wir jetzt schon durch dieses Split-Pushen zwei Inhibitoren gekriegt und jetzt steht nur noch hier unten der Tower. Von den Gegnern aus sind viele gestorben. Sehr gut. Ihr seht, ich baue mir jetzt hier auch gerade die Items für die Guardian Angel. Fange mit einem Null Magic Mantle an, auch wenn das kleinste und geringste Item von der Guardian Angel ist, aber das ist halt das, was mir momentan am meisten bringt, sodass ich wenigstens auf über 100 Magieresistenz komme gegen den Kassadin. Ich lege mich jetzt hier zusammen mit dem Shaco bei dem Baron an. Wie ihr seht, allein nur zu zweit machen wir hier locker den Baron kaputt, haben uns den jetzt geholt und darum gehe ich jetzt nochmal kurz zurück einkaufen. Auch wenn ich mir jetzt die Guardian Angel noch nicht fertig kaufen kann, denn dafür brauche ich 2200 Gold. So, ich resette nochmal kurz die Aufnahme. So, da ich jetzt momentan nicht genug Geld habe und jetzt im Prinzip so die letzten Kämpfe losgehen würden, das heißt, wir haben hier wahrscheinlich die Inhibitoren haben wir ja kaputt und wahrscheinlich wird dann das Spiel gleich zu Ende sein. Das heißt, jetzt sind wirklich, wenn wir jetzt beenden wollen, die letzten wichtigen Kämpfe, die jetzt kommen. Darum scheiße ich einfach drauf, jetzt noch auf die Guardian Angel zu sparen und habe mir jetzt hier das rote und das grüne Elixier geholt, um einfach noch mehr Attack Speed zu kriegen. Habe jetzt auch über 2,1 Attack Speed und auch 262 Attack Damage. Darum jetzt für die letzten Kämpfe, das mache ich immer, wenn ich weiß, jetzt sind es nur noch ein oder zwei Teamfights und eventuell kommt jetzt der letzte entscheidende Teamfight, dann scheiße ich einfach auf mein Item, auf das ich gerade spare und hole mir dafür lieber noch Elixiere, um mich einfach kurzzeitig für diesen Kampf noch richtig hoch zu pushen, damit wir den Kampf auch auf jeden Fall gewinnen. So, jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen, wir haben hier wieder den Inhibitor zerstört, der war gerade respawned. Wir gehen jetzt aber hier einfach nach unten. Der Alistair wird hier den Tower tanken, aber der braucht ja eh nicht mehr viel. Das heißt, der Tower ist weg. Wir werden jetzt hier auf den Inhibitor gehen, um alle drei Inhibitoren zerstört zu haben. Während mein restliches Team hier die Leute ablenkt. Jetzt sind alle drei Inhibitoren kaputt. Jetzt müssen wir wirklich nur noch den letzten Tower und den Nexus killen. Jetzt geht der Teamfight los. Es geht volle Kanne los. Ich gehe da direkt auf die Caitlyn. Hab die da auch gekillt. Jetzt weiter auf dem Blitzkrieg, der ist da auch drauf gegangen, weiter hinter dem Swain hinterher, ich slow den die ganze Zeit ununterbrochen, der ist da auch noch dann drauf gegangen an meinem Gift, da kommt der Kassadin voll rein, macht allerdings nicht genug Schaden, um uns alle zu töten. Wir gehen jetzt, haben jetzt hier den gegnerischen Turm zerstört und jetzt alle auf den Nexus und das war's, GG, da ist das Spiel zu Ende. Ich hatte letztendlich 21:3. Da seht ihr mal, wie richtig geil Teemo ist. Ihr habt gesehen, wie viel Schaden ich am Ende gemacht habe. Außerdem konnte ich total viel tanken, da ich sau viele Lebenspunkte hatte, gute Resistenzen und dazu halt noch ohne Ende Schaden. Also die Gegner hatten im Prinzip gar keine Chance. Außerdem, mein ganzes Team hat sau gut gespielt. Der Alistair ein mega krasser Supporter gewesen. Wie ich gesagt habe, der Typ, der hat den Alistair richtig drauf.
dem spiele ich total gerne zusammen. Das Hochschmeißen und das Wegschleudern einfach sau viel Crowd Control, sodass die Gegner nichts mehr machen kann. Dann, wenn man so einen Auto-Attacker wie Teemo oder sowas hat, macht man einfach ohne Ende Schaden. Außerdem hält Alistar total viel aus mit seinem Ulti und kann auch noch heilen, also mega geiler Supporter. Orianna auch sau stark, hat richtig gute Aktionen gebracht in diesem Spiel. Hat auch ohne Ende Schaden ausgeteilt. Unser Narsus Solo Toplane hat gefarmt ohne Ende, sodass er mit seinem Q jetzt auch richtig, richtig viel Schaden gemacht hat. Man hat zwischendurch im Video immer mal wieder gesehen, wenn der einen Gegner mit dem Q attackiert hat, war direkt ein Drittel oder ein Viertel bis ein Drittel der Lebenspunkte vom Gegner weg. Auch richtig gut, ist jetzt auch am Ende mit einer Guardian Angel rumgegangen. Und unser Sharko hat auch gute Ganks hingekriegt, hat immer dafür gesorgt, dass wir Dragon Control hatten. Ist immer mit den Buffs rumgerannt, konnte auch oft die Gegner irgendwie crowd-controllen mit Slows und sowas. Also es hat alles richtig gut geklappt, wir haben gut zusammengespielt, waren mega Team und haben dann letztendlich auch verdient gewonnen. Auch wenn natürlich der Kassadin ein großes Problem war, weil der am Anfang ein kleines bisschen gefeedet war, aber nicht so schlimm. Die restlichen Gegner haben wir richtig gut runtergehalten. Ich kann jetzt leider hier nicht mehr in die Stats, oh doch, kann ich wohl. Oh cool, wusste ich gar nicht, dass man das noch kann, dann gucke ich mir das doch mal an. Hier, ihr seht, die restlichen Gegner haben wir richtig gut unten gehalten. Blitzcrank 1:8, Masti 3:7, Swain 2:11 und Caitlyn 1:10. Also die haben wir richtig gut zerlegt. Denkt jetzt nicht, oh, die Gegner waren jetzt total Noobs, klar habt ihr gewonnen. Wie gesagt, wir waren 5er Premade-Team, alle über Level 30. Und das Matchmaking merkt sich, wenn man 5er Premade ist. Also das Matchmaking weiß, wenn man Premade ist, kriegt man automatisch stärkere Gegner, um das Premade halt wieder auszugleichen. Das heißt, das waren richtig starke Gegner, da wir alle über 500 Siege bereits haben und dann auch noch 5er Premade waren. Aber wir haben die einfach, dadurch, dass wir so gut zusammengespielt haben, so weit unten gehalten, dass die halt dann im Endgame dann nichts mehr machen konnten, weil wir halt schon im Early Game die so weit runtergehalten haben, außer halt den Kassadin, der hat oft mal Kills gekriegt. Aber egal, ist auch nicht so schlimm. Wir haben das Spiel gewonnen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, jetzt mal ein Video, was eher weniger Guide war und einfach nur schön anzusehen. Es wird dann auch demnächst wieder mit normalen anderen Videos weitergehen. Wie gesagt, ich werde jetzt zwischendurch immer mal wieder auch so Videos hochladen, auch mit Helden, die ich schon hatte. Einfach, wenn es schöne Spiele waren. Und ihr habt verlangt, ich soll auch nicht nur Spiele hochladen, wo ich total abgehe oder wo ich total gut bin. Gut, das ist natürlich ein Problem, weil viele von euch wollen ja im Prinzip, dass ich meine Videos wie so Guides mache. Ursprünglich hatte ich ja geplant, dass ich überhaupt nicht guide-mäßig bin und eigentlich gar nichts erkläre und einfach nur so Gameplay zeige. Einfach für die Leute, die sich schon ein bisschen besser mit League of Legends auskennen und einfach sehen, wie andere Spieler spielen. Und letztendlich hat sich das dann so entwickelt, dass meine Videos so guide-mäßig geworden sind, dass ich wirklich alles im Detail erkläre und sowas. Und da ist es natürlich total blöd, wenn ich das mache, wenn ich Spiele zeige, wo ich total abkacke. Weil irgendwie müsst ihr euch schon entscheiden, entweder ihr seht das alles guide-mäßig und ich erkläre euch Sachen und zeig euch Dinge, die gut klappen, oder ich zeige euch Videos, wo ich auf den Sack kriege, aber beides gleichzeitig geht nicht, weil ihr wollt wahrscheinlich kein Guide-Video sehen, wo ihr seht, dass der Bild nicht klappt und man damit nur auf den Sack kriegt. Also das ist ein bisschen paradox, was ihr euch da wünscht, aber ich werde dann auch demnächst mal ein paar Spiele hochladen, wo ich nicht ganz so gut war, aber wie gesagt, dann kommt bitte nicht an und sagt, ja, das lag daran, dass du ein scheiß Bild benutzt hast. Also ihr müsst euch da schon entscheiden, entweder ihr seht das guide-mäßig oder ihr seht, wie ich auf den Sack kriege, aber beides gleichzeitig geht halt nicht, weil keiner ein Bild sehen will, womit man verliert. Naja, ist ja auch egal. Ich werde versuchen, das irgendwie in Zukunft hinzukriegen. Dann wird es auch mal wieder losgehen. Ich habe ja bereits schon ein paar Spiele hochgeladen, wo ich verloren habe. Davon wird es demnächst auch mal wieder ein Video geben. Da habe ich schon eins fertig, aber egal, ich verabschiede mich jetzt erstmal für heute von euch mit League of Legends und wir sehen uns dann die Tage wieder. Ciao, Leute.